Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Avatar. Mein Name ist Wolfmann und ich begrüße euch wie immer gerne hier in dieser Aufnahmesession immer noch. Wir finden das Moos, wir finden es. Wow, nein. Oh nein, jetzt hoffe ich. Nein. Ah, wir haben es überlebt. Wie auch immer, aber wir haben es überlebt. So. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Moos. Vielleicht hier auf der Insel. Keine Ahnung, möglich wäre. Ist ziemlich erschöpft. Müssen wir mal was zu essen geben. Das war, obwohl ich da oben, von da oben, wenn ich mir das jetzt so angucke. Jetzt so oben war das ja eigentlich. Ist das Wasser doch tief genug, oder nicht? Aber scheint nicht so zu sein. Der stöhnt jetzt hier rum. Alles für das Moos. Und ich glaube, genau vor uns liegt das. Guck mal hier. Da ist doch das leckere Moos. Ich habe kein Moos. Wie kann denn das sein? Willst du mich jetzt veräppeln? Nee, oder? Ich mache extra rum. Und dann ist das... Ist das so? Das ist dieses Moos. Ich glaub's nicht, ey. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Warte mal. Ich hab doch... Quests. Wie soll ich denn da was herstellen jetzt, bitte? Ich habe so Mods hier noch, oder was ist das? Brustschutzmod. 8% widerstandsfähige Energie. Plus 5. Schwachstellen, Schaden, Wildschaden. Okay, dann nehmen wir erstmal das hier. Kosmetik. Das ist ein bisschen schwer, würde ich sagen, fast. Ne? Nehmen wir lieber sowas hier ein bisschen, ne? Kosmetisch, technisch. Das ist 12, 20, irgendwelche Mods. Okay, hier Armschutzmod. Energie. Nehmen wir das hier. Aktuell hat er ja das hier nicht an. Das wäre natürlich Teil. Wildschaden 5%, Bonusgesundheit 5%. Sehr gut, okay. Für die Füßlein haben wir noch nichts, ne? Mods. Was ist hier mit dem Beutel? Wo habe ich denn Moos hier drin, bitte? Oder ist einfach nur mein Beutel zu voll und ich kann da nichts mehr. Das kann sein, dass mein Beutel zu voll ist, ne? Gut, okay, dann machen wir das so. Wir gehen nochmal auf die Schnellreise zum großen Baum. Nee, da war mal. Hier ist ja auch noch ein Zeltlager, Schimmelgipfel-Navi-Lager. Da können wir mal schnell hinreisen. Und an dem Lager weiß man nicht. Müssen wir nochmal rein. Dringend. Genau. Jetzt. Den Schimmelgipfel Clanbeitrag. Den Clan arbeiten zusammen, damit wir okay. Hexen. Gut. Ich gebe euch mal ein bisschen was, Leute, ja? Hier. Kann nicht für Clanbeitrag markiert werden. Okay, das kann. Etua mag leichtsinnig sein, aber sie hat gute Instinkte. Viele Sachen, ne? Hier, das könnte ich euch geben. Das.
Das. Okay, mehr geht nicht. Liefern. Ich hoffe, dass ich jetzt den größten Teil hier. Also Materialien benötige ich auf jeden Fall. Da ist jetzt wieder Platz. Warte mal, 10 von 14, 29, 7 Essen. Das sind unsere Essensvorräte. Und dann können wir mal hier von den Klauen, können wir mal ein bisschen was abgeben. Da habe ich ja echt viele von, ja. Positive Daten wie das Abschließen von Quests oder das Besiegen von RD-Einheiten erhöhen die fehlende Gunst bei den Clans. Okay, neueste, so, nach dem neuesten sortieren. Ja, gut. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Eventuell können wir jetzt eventually. Also das, was ich nicht brauche, das könnte ich aber den anderen Clan abgeben. Siehste? Und jetzt können wir mal zum Herstellungstisch gehen. Wenn ich den finde. Ich glaube, hier ist er doch. Ja. Die Herstellung. So, und wenn ich jetzt was wähle, einen Entwurf zum Herstellen. Wenn ich jetzt was, was weiß ich hier. Beliebte Wurzeln. Warum Wurzeln auch noch? Ich bin mit Sturm, Diensthaut, neue Ausrüstung in der Schaffenhöhle im Heimform her. Würde ich gerne, dafür aber brauche ich Moos, neue Ausrüstung. Skillpunkte, du kannst Skillpunkte einsetzen. Okay, dann lass mich nochmal gucken auf der Karte. Aber das war echt eine lange Reise bis hierhin, ne? Das muss man schon dehnen lassen, sei es. Wir könnten nochmal hier Schnellreise hier hin. Eventuell geht es von hier aus schneller darüber zum Fluss. Wenn nicht, dann springen wir einfach mal eben rüber und dann machen wir das da drüben. Ja? Irgendwie wird es schon klappen. Ist ein bisschen schmerzhaft, finde ich jetzt. Ne? Erstmal hier, ja genau. Komm, wir stellen erstmal ein bisschen her, dann haben wir nochmal ein bisschen wieder Platz. Das hier. Kochen. Okay. Das Kochen benötigt auch mal ein bisschen Zeit. Sehr schön, wir haben eine schöne Energie-Ringhaut-Fülle. Den akzeptieren. Akzeptieren, dann hätten wir nochmal hier. Nehmen wir nochmal da was her. Ich glaube noch eine Mahlzeit und dann okay, jede Mahlzeit. Okay. Akzeptieren. Und dann würde ich noch diese Mahlzeit auch nochmal. Geht nicht. Das ist voll okay. Ist voll. Okay, haben wir alles drin. Dann können wir jetzt mal Richtung Fluss gehen. Wenn es mich nicht täuscht, in der Richtung, genau. Da ist er. Genau. Jetzt ist die Frage, wo bin ich denn jetzt? Ach, da, ich bin im Dings noch nicht ganz. Warte mal, da runter. Also Schnellreise doch hier hin. Kann man x-beliebig Schnellreise machen, egal wo man ist? Glaube schon, ne? Weil... Ja... Also,
Moos gibt es wirklich nur auf der Insel da, ne? Wo haben wir denn das gesehen? Auf welcher Seite war denn das überhaupt? Ja, wir werden schon finden. Irgendwo wird schon sein. Warte mal. Bevor wir diese Kisten ausbeuten. Inventar ist schon voll mit Munition. Nee. Jetzt ist hier kein Moos mehr, oder was? Ach, bitte nicht. Ey. Ich brauche das doch für die Herstellung. Kann doch nicht wahr sein, oder? Ich bin von hier gekommen letztes Mal, ne? Also hier, aus der Richtung bin ich gekommen. Und jetzt ist kein Moos mehr hier. Irgendwo muss doch wohl Moos sein. Ich bitte euch, irgendwo müsst ihr doch Moos haben. Ein bisschen Moos für den kleinen Mann hier. Ach, da. Da. Wieder hier ziehen. Ne, ich sehe es leider nicht. So, jetzt haben wir tadelloser Moos. Ja. Gut, jetzt könnten wir es ja probieren. Wir können dann nochmal, warte mal, bevor wir aber verreisen, würde ich gerne da hinten nochmal auf der Insel gucken. Würde ich noch mal gerne gucken. Oh, da ist ein Fisch. Jetzt noch mal hier. Da ist noch mal ein Moos, siehst du? Und jetzt noch mal ein Greifen. Oh, nee. Jawohl. Da haben wir es doch. Wir haben den Moos. Da ist noch mal ein bisschen Moos. Da ist noch mal ein bisschen Moos da. Das nehmen wir auch noch mal mit. Damit wir genug haben für Herstellung. Warte. Ja. Jawohl, das passt. Seht ihr noch irgendwo Moos auf der Insel hier? Nee, ne? Nee, ich sehe nirgendwo mehr Moos. Nee, leider nichts mehr da. Es gab nur die zwei. Okay. Dann machen wir uns dann mal schnell auf die Schnellreise wieder zum Baum hier. Ich kann euch sagen, liebe Leute, hat mich Nerven gekostet, dieses Moos jetzt zu besorgen. Aber wir haben's. Das ist das Wichtige. So, schauen wir mal ein bisschen schneller. Ich suche eine neue Pfade. Kämpfen gut passen. Ja. Die Himmelsmenschen. Da bin ich jetzt. So. Gut. Warte mal, wie war das jetzt? Das wird ein Festmahl für dich, Schätzchen. Neue Ausrüstung in der Schattenshöhle im Heimatsbaum her. Eigentlich brauche ich keinen Moos. Eigentlich brauche ich nur neue Ausrüstung. Ich mache da irgendwas. Ich weiß, dass ich da jetzt irgendwas hier... Okay, neue Ausrüstung. Du warst eine Idealistin. Ich beginne mit der Herstellung. Das ist völlig in Ordnung. Okay. Edua ist eine Meisterin. Wir sollten ihr alle in die Schlacht folgen. Aber ich bräuchte doch irgendetwas. Hier ist es doch. Ich hätte gar nicht so weit laufen müssen. Egal, Hammerkopf, schwere Haut, Armschutz. Hammerkopf, nein, wie hieß das? Schon wieder? Wie konnten sie es schon wieder zerstören? Gut, jetzt zeig Gatnat, wie du deine Farben mit unseren vermischst. So wie dein Volk einst.
Hab keine Angst vor ihm. Er bellt laut, aber er beißt nicht. Ich komme gleich nach. Ey, was? Segen 3? Liefern? Wir können ja mal was liefern an den Clan. Die Clan arbeiten zusammen, damit alle genug von dem haben, was sie brauchen. Vielleicht kann ich auch einen Beitrag leisten. Ich kann mehr über die Clans erfahren, indem ich mich die Gemeinschaft einbringe. Sammle einen Beitrag für den Clan. Schutzfrucht. Schutzfrucht gut. Die brauchen eine Schutzfrucht. Hier ist sie doch. Alle sagen, sie können kochen. Aber niemand macht es. Heimatbaum so Clan. Wie abgeschlossen. Sehr schön. Niklas Frisur. Ja? Sprich mit Katnat, dem Objekt in der Arane im Versammlungsbaum der Katnat. Wer ist ein Katnat? Liefern? Das ist nicht Katnat. Es ist unehrenhaft, empfangen. Kampf zu entfliehen. Empfangen, Relon. Ein Sarentu? Katnat. Wer ist denn Katnat? Ich hab der Zahir und dem Kinglor geholfen. Du errätst nie, was passiert. Was? Die Königin. Wo soll die denn jetzt sein? Ach, die ist da draußen, da oben. Ne, die ist da oben. Da müssen wir. Ich meine. Da müssen wir hier hoch. Genau. Da geht's hoch. Hier, der Ecke war ich noch gar nicht, du. Aber wir haben jetzt die Gunst des Clans etwas erwerben können. Frische Kräuter machen ein Gericht. Ich bin besorgt. Du solltest es auch sein. Aleimun, die Himmelsmenschen sind überall. Das weißt du. Es ist nichts Neues. Das war etwas Großes, Neyan. Vielleicht wurde jemand verletzt. Still. Was auch immer den Himmelsmenschen zugestoßen ist, sie haben es verdient. Sprechen wir mal mit dir. Wenn eine der fliegenden Maschinen der Himmelsmenschen in der Nähe deiner Heimat abstürzen würde, wärst du besorgt? Ich versichere dir, du musst dir keine Sorgen machen. Aber was, wenn jemand verletzt ist? Sind wir die, die bei einer Gefahr sagen, oh, hoffentlich hilft jemand? Nein, wir sind dieser jemand, Neyan. Wissen wir, warum es abstürzte? Nein, wissen wir nicht. Und deshalb will ich mit der Sache auch nichts zu tun haben. Das rate ich jedem. Auch dir, Sarentu. Entspann dich, Neyan. Ich bringe dich nicht in Gefahr. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich helfe gern. Aber Ich will keinen Ärger. Ignoriere ihn, so wie ich. Das Fluggerät stürzte bei der Weberblüte ab, beim Fluss. Starten wir da. Du wirst dort nichts finden, Aleimun. Zeitverschwendung. Sarentu, misch dich nicht in Dinge ein, die dich nichts angehen. Gut, jetzt mischen wir uns aber wieder mal ein. Sprich mit Granat, dem Objekt, den Rane im Versammlungsraum der Heimatbahn ist. Okay. Das habe ich gemacht jetzt. Sag mir nicht, dass es noch ein Stockwerk hier gibt. Hast du keine anderen Kleider? Versammlungsraum des Heimatbahn. Sprich mit Granat. Großvater würde das gefallen. Arani, okay. Hoppa. So, über den Ofen. Schön. Hast du gehört, was Etua gesagt hat? Wo soll er denn jetzt sein? Entweder bin ich blind wieder. Etua ist eine Meisterin. Wir sollten ihr in die Schlacht folgen. Also die will jetzt nicht mehr mit mir reden. Und was ist mit dir? Was benötigst du? Erstmal gar nichts eigentlich. Bleib wachsam, Kind. Ich sag mit Olegian. Wo soll der denn sein? Versammlungsraum des Heimatbaums. Sprich mit im Versammlungsraum. Wo ist denn dieser Versammlungsraum, Relon? Wonach suchst du denn heute? Datengabe. Erstmal nix. Danke dir. Nutz das gut.
Versammlungsraum. Wo soll er denn sein? Hier oder was? Ist es der hier? Ist es die hier? Ich liebe dieses Neo. Pink. Wo finden Sie die Farbe dafür? Irgendein Mineral unweit des Färberkessels. Glaube ich zumindest. Ewa versorgt uns. Das ist gewiss. Also ich kann wirklich nicht... Da oben, da ist es wieder. Dann war ich doch falsch, ne? Dann geht's doch nochmal hier entlang. Die Himmelsmenschen Versammlungsraum. Es obliegt uns nicht, diese Dinge zu beurteilen. Ist das hier der Versammlungsraum? Versuch doch mal, Nektar mit etwas Rindenfruchtsaft zu mischen. Da ist sie doch, klar. Gepresst oder mit Fruchtfleisch? Immer gepresst. Da. Nevika hat ihren Willen bekommen. Jetzt siehst du wie ein Sarentu aus. Okay. Der Verlust deines Volkes schmerzt uns. Wir schätzten seinen Rat. Aber du bist nicht hier, um sein Wissen zu teilen. Die Himmelsmenschen. Der Widerstand kämpft gegen sie. Doch er braucht Hilfe. Deshalb bist du gekommen? Du stehst in unserem Heimatbaum. Selbst du, ohne Volk, musst seine Wärme spüren. Und ich soll den Krieg hierher holen? Nein. Sie bringen Krieg. Bitte. Wir Aranahe möchten keine Kämpfe. Aber du willst uns hineinziehen. Weißt du noch deine Familie? Kaum. Mutter. Ihr Lächeln. Ihre Wärme. Hast du sie sterben sehen? Hat sie gelächelt, um dich zu beruhigen? Hast du Ewas Licht in jemandem erlöschen sehen? Du hast richtig Eindruck hinterlassen. Gartner ist sonst unerschütterlich. Bitte sei vorsichtig. Ich wollte ihn nicht verärgern. Kopf hoch, statte dem Wipfel des Heimatbaums einen Besuch ab. Die Zeit ist zurück. Sehr gut, so. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Diese Folge ist schon wieder voll. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Teilen, Liken, Abonnieren, was auch immer, was man so alles macht. Ne? Es hat mich gefreut, dass ihr zugeschaltet habt. Wenn ihr mögt, könnt ihr das nächste Mal wieder zuschalten. Euer Mauxmein. Bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen. Das ist ganz wichtig.